Die 7-Tage-Inzidenz in Deutschland sinkt deutlich. Die meisten Corona-Maßnahmen sind aufgehoben. Doch laut Gesundheitsminister Karl Lauterbach müssen wir uns auf eine extrem gefährliche Killer-Variante vorbereiten, die uns im Herbst bevorstehen könnte. Es ist durchaus möglich, dass wir eine hoch ansteckende Omikron-Variante bekommen, die so tödlich wie Delta ist. Das wäre eine absolute Killer-Variante, so der SPD-Politiker gegenüber der Bild. Für diese Aussage wurde Lauterbach umgehend kritisiert. So äußert der Virologe Jonas Schmidt-Kanasit, der Begriff sei unwissenschaftlich und führe zu nichts als Verunsicherung in der Bevölkerung. Der stellvertretende Vorsitzende der Grünen Bundestagsfraktion Konstantin von Notz twitterte, er halte solche vage Prognosen für wenig sinnvoll. Notz Fraktionskollegin Tabea Rösner meint, Killer-Variante ist ein aussichtsreicher Kandidat für das Unwort des Jahres.